Manchmal gibt es merkwürdige Einsätze. Diesmal hat man sie gerufen, weil ein Backofen sich angeblich selbst eingeschaltet hat und nicht auszuschalten war. Etwas Backpapier hat gebrannt und der Anrufer wusste offenbar nicht, wie man den Strom abdreht. Was war los? Backpapier in einem Elektroofen. Und was war die Lösung? Die Lösung, Sicherungen raus. Und damit hat sich das Thema erledigt. Ein typischer Pille-Palle-Einsatz. In meinen Augen ist der Großstädter einfach nur hilflos. Ich will nicht sagen alle, aber einige. Ich will auch keine Prozentzahl sagen, aber was ich hier so manchmal so an Einsätze erleben für technische Hilfeleistungen und so was, muss ich ehrlich sagen, der ist einfach nur hilflos manchmal. Immer wieder müssen sie raus zu kleineren Bränden. Diesmal zum Fühlinger See. Und dann ein Abfallbehälter aus Beton. Etwas Müll in Flammen, nicht der Rede wert. Ringsherum viele Leute, die grillen. Jeder hätte Zeit gehabt, etwas Wasser drauf zu schütten. Aber wozu? Die Leute finden es cool, andere bei der Arbeit zu filmen. Dafür sind wir da, ne? Ein Einsatz für irgendwo auf YouTube. Ja, so ist es halt. Man gewöhnt sich dran. Tschö! Was da hochgeschleppt wird, das wird gleich verzehrt. 18 Mann sind in der Schicht. Basis des geplanten Menüs, jede Menge Sahne, noch mehr Ketchup und viel mehr Hackfleisch. Wer hier vegetarisch kocht, hat mittags ein Problem. Der wird ein Problem haben. Nee, Fleisch muss dabei sein. Fleisch und viel. Satt wird. Geht ja nicht um Gourmet-Küche. Feuerwehrleute sind Selbstversorger. Das Essen, die Getränke, das alles wird aus einer Gemeinschaftskasse heraus bezahlt. Jetzt fehlt nur noch der Ketchup. Mit einer Flasche allein ist es nicht getan. Sechs Flaschen Ketchup für 18 Personen. Immerhin waren zwei Flaschen Diät-Ketchup dabei. Kollegen, das Essen ist fertig. Guten Appetit. Es gibt auch Gerichte, die völlig in Ordnung sind. Gibt es auch Leute, wo ihr sagt, der kocht, oh Gott, aber ihr sagt es nicht laut? Nee, die werden ausgefiltert. Ah. Die kochen nicht mehr. Das hat es aber gegeben, oder? Die meisten sind von selbst drauf gekommen, dass sie nicht die besten Köche sind. Genau. Gebratener Hack an Spiralnudeln, das essen sie gerne. Wir haben hier immer Spitzenköche. Schönen Dank. Ja, ist so. Das Essen ist gerade im Magen angekommen, da geht es auch schon los. Das gemeldete Feuer war dann nur brennender Müll auf einem Balkon. Das weiß man aber erst, wenn man vor Ort ist. Sie müssen zuerst immer vom Schlimmsten ausgehen. Kaum sind sie wieder auf der Wache, der nächste Einsatz. Person hinter verschlossener Tür, aber vor Ort werden sie dann doch nicht gebraucht. Notruf kommt ja von allein. Alles verstanden worden, es geht weiter. Und tschüss. Die Ruhezimmer. Richtig tief schlafen kann hier kaum einer. Man rechnet ja immer mit einem Alarm. 20.30 Uhr, jetzt noch ein fettes Abendessen. Fettes Abendessen, kleines Tellerchen. Ja, ich will noch nicht unterzuckern heute Nacht. Eine Ölspur auf einer Landstraße. Bindemittel draufstreuen. Einwirken lassen. Zusammenfegen. Und das über 100 Meter hinweg. Die Polizei entscheidet, wann genug getan ist. Erhard Lüttgen fegt den Staub weg.
Als Erhard Lüttgen bei der Feuerwehr anfing, war der Stadtteil Chorweiler noch mehr Planung als Wirklichkeit. Er kam als gelernter Schneider, was damals noch sehr gefragt war. Fast 40 Jahre ist das her. Ja, und früher waren es denn mehr Sattler, Stellmacher, auch Schneider, weil ja vieles dann selber gefertigt wurde bzw. repariert wurde in eigenen Werkstätten. Wie viele Schneider gibt es jetzt noch heute bei der Feuerwehr in Köln? Ich glaube, ich bin der Letzte. Ich wüsste nicht, dass noch einer da ist. Erhard ist der Mann fürs Do-it-yourself. Er kann auch Kuchen backen. Und wenn er das tut, sind die Jüngeren natürlich stark unterzuckert. Die Fastfood-Generation profitiert von einem Gourmet. Denn normalerweise gibt es Kuchen vom Discounter und Schlagsahne aus der Dose. Meistens holen wir irgendwo was. Aber wenn Erhard da ist, dann ist alles selbst gemacht. Kuchen selber. Erhard Lüttgen ist Ende 50, geht mit 60 in Pension. Für einige Jüngere ist er so eine Art Ersatzvater. Es gibt schon so ein bisschen was wie ein Feuerwehrvater. Ja, muss gar nicht groß benannt werden, das entwickelt sich. Man sucht sich schon jemanden, an dem man sich ein bisschen orientiert, der einem das unfallfreie Laufen beibringt, der einem die ungeschriebenen Gesetze der Wache erklärt. Und da tut man als junger Kollege, glaube ich, auch gut dran. Seine Rolle als Vater spielt er lieber dezent. Ich habe nichts gegen die Rolle, im Gegenteil, ich fühle mich da wohl drin. Ich versuche es, wie ich es zu Hause auch gemacht habe, nichts aufzudrängen, einfach, wie ich es bei meinen Kindern auch gemacht habe, gewisse Sachen vorleben. Ob sie es annehmen, ist eine andere Sache. Wenn sie es tun, ist schön. Sollen sie das Beste draus ziehen. Wieder geht es nach Chorweiler City. In einem Aufzug stecken Menschen fest. Die Lage ist unklar. Ein typischer Einsatz. Ständig müssen sie zu irgendwelchen festsitzenden Aufzügen hin. Sie haben da viel Erfahrung. Und in 0,nix ist auch schon die Tür geöffnet. Ja, weil das eigentlich einfach ist. Eine Schraube, einen Haken aufgemacht und dann ist die Tür auf. Hier sind viele Aufzüge schlecht gewartet. Die Häuser sind Baujahr Ende 60er, 70er Jahre, entsprechender Bauzustand. Entsprechend stecken auch die Aufzüge öfters. Das Bekämpfen von Gasbränden trainieren sie direkt hinter der Wache. Die Sache ist nicht einfach. Die Jüngeren sind hoch konzentriert. Das ist für die Anfänger mit Sicherheit eine Herausforderung. Die machen das einmal im Lehrgang. Und wir üben das auf der Wache hier regelmäßig im Prinzip so, dass die Handgriffe auch da sitzen. Der Atemschutz wird grundsätzlich gegenseitig überprüft. Fehler könnten tödlich sein. Es geht darum, das Feuer einzugrenzen, ohne es auszulöschen. Denn dann würde Gas unkontrolliert ausströmen. Der alte Bräuer hat seine Mannen genau im Blick. Das Trauer mehr aufmachen, die Flamme einfangen. Sie fangen das Feuer ein wie ein wildes Tier. Am Abend setzt sich Gerd Breuer mit Sascha zusammen, zeigt ihm alte Fotos von schweren Einsätzen. So will der Gerd seine Schützlinge auf Dinge vorbereiten, die die Jungen meist noch nicht selbst erlebt haben. Und dann hat er sich noch die Atemschutzmaske am Treppenlauf abgerissen. Und hat dadurch noch ein schweres Inhalationstrauma. Ja, das haben wir öfters gemacht. Ne? Es gibt Einzel- und Mehrbettzimmer. Und es gibt leise Männer und laute Männer. Ja, wir kennen ja unsere Kollegen und ich persönlich gucke immer, dass, wenn es geht, ich ein Zimmer finde, wo ich alleine liege. Und wenn ich mit einem Kollegen schlafe, dann achte ich darauf, dass der nicht schnarcht. Geht das immer? 99%, ja. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich einschlafe, bevor er in das Zimmer kommt. Es gibt nicht viele Freizeitmöglichkeiten. Kreuzworträtsel. Jörg Niesen lässt sich von Gerd Reitz beraten. So, meine Maja. Mein Freund, da fehlt ein Buchstabe, ne? Wieso? Maja wird mit Y geschrieben und dann hätten wir vier Buchstaben. Das sind aber Mayas. Altes Volk in Mittelamerika, Mayas.
Ah ja, das könnte sein, ja. Kannst du mal gucken? Nein, wir gucken nicht. Nebenan das Fernsehzimmer. Bitte keine romantischen Filme. Hiermit kennst du dich aus. Weinerliches Katzengeräusch. Miau. Wie schreibt man das? Ja, Mann. Schreibt doch wie Maya, das passt immer. Es gibt keine Probleme, wenn überhaupt gibt es ungelöste Sachverhalte. Und hiervon gibt es in diesem Kreuzworträtsel eine Menge. Der nächste Morgen. Einer der Männer hatte Geburtstag, hat kiloweise Mett gekauft. Sogenannte Feuerwehrmarmelade. Das ist ihr Lieblingsfrühstück. Also morgens brauchst du mir mit Süßen nicht kommen. Männerhort, so nennen sie selbst die Wache. Regelmäßig tauchen aber auch Frauen auf. Da ist Cornelia Klingen, Notärztin. Ihr Einsatzfahrzeug ist vollgestopft mit Technik und Arzneien. Gelenkt wird es von einem Feuerwehrmann. Conny ist die Chefin im Zweierteam. Mit den Männern gibt es da weniger Probleme als vielleicht manchmal mit Frauen. Die Männer sind das ja hier gewöhnt, dass man denen halt, ne, das ist ja schon so ein bisschen teilweise paramilitärisch hier, ne, wenn man es mal hart ausdrückt. Und es gibt überhaupt kein Problem. Ich glaube, das Problem wäre eher, wenn man sich zurückhält zu sehr als Frau, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass sie das falsch verstehen. Ich glaube, die möchten auch, dass man ist als Notarzt da der Teamleader. Man muss da in den Vordergrund gehen und man muss da auch ganz klare Anweisungen geben. Und das mache ich auch. Heute sind noch zwei weitere Frauen da. Sie sind vom Arbeiter-Samariter-Bund, fahren den zweiten Rettungswagen. Die Dienstkleidung ist vorschriftsmäßig nicht anders als bei den Männern. Sarah Krüger, Rettungsassistentin, macht ihren Job schon seit Jahren. Als Kollegin wurde sie anfangs von den Männern eher kritisch beäugt. Wenn man neu dazukommt, ist man erst Außenstehender. Da muss man zeigen, dass man Arsch in der Hose hat, dass man anpacken kann und dass man nicht darauf achtet, ach, mein Fingernagel ist jetzt abgebrochen, die Frisur sitzt nicht richtig. Also man muss schon zeigen, dass man das, was man macht, auch wirklich machen möchte und nicht auf der faulen Haut liegt und sagt, ich bin Mädchen, ich fass nicht mit an oder nö, macht ihr mal, ne? Bei den Kölnern gibt es im Moment keine Feuerwehrfrauen. Das soll sich bald ändern. Sarah würde das gerne machen. Hey, Rettungsdienst vor! Komm, Sarah! Ach! Die Umgangsform zwischen den Männern ist bei Anwesenheit von Frauen schon zu unterscheiden von dem, wenn keine Frauen anwesend sind. Also man wird gesitteter dann auch? Ein bisschen, ja. Denke ich schon. Cornelia Klingen rückt wieder ein. Das Notarzteinsatzfahrzeug, kurz NEF, wird andauernd gerufen. Es gibt kaum eine Pause. Wir waren gerade bei einem Kind, was das erste Mal gekrampft hatte. Das mussten wir natürlich dann ins Krankenhaus bringen. Davor waren wir bei einer Patientin mit einer Verdacht auf Hirnblutung. Also keine dramatischen Einsätze. Alles Standard. Einsatz für den Rettungswagen 6-2. Sarah und Kollegin sind in nicht einmal 30 Sekunden startklar. 12 Stunden dauert ihre Schicht, genauso wie bei der Notärztin. Conny Klingen genießt ihre Pause. Langeweile kommt hier selten auf. Also ich fahre gerne Notarzt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich zur Arbeit komme. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich da mal länger sitze. Also man kann die Zeit ja dann irgendwie nutzen. Man kann irgendwie sich regenerieren oder so. Klar, manchmal ist es auch langweilig, aber das passiert schon selten, dass man sich wirklich lange langweilt. Es kommt doch immer irgendwann ein Einsatz. Ich finde es schön hier. Ich bin gerne auf der Wache. Danke.